Den ganzen Turm jetzt. Ja. Und den da auch. Warte. Ich krabbe den Turm doch nicht voneinander, Bastelvogel. Wie hast du das gemacht? Ich habe eine Fackel drunter gestellt. Zumindest grabe ich einen Gravel-Turm bestimmt nicht von unten. Es droppt dann aber, glaube ich, kein Flint. Aber wenn du eine Fackel drunter stellst, ja. Ha. Ja, aber ein Gravel-Turm ist wesentlich einfacher und schneller von oben abzubauen. Das heißt, du hast da jetzt einfach mit der Fackel abgebaut und eine Fackel drunter gesetzt. Ja. So. Ja. Ist ja cool. Weil dann ist das nämlich kein fester Block mehr. Naja, schon verstanden, aber cool, ich wusste das gar nicht. Den, nennen wir es Glitch. Gab es schon immer. Oder zumindest seit ich spiele. Funktioniert mit allem, was runterfällt, also auch mit Sand. Und gezündetem TNT. Glaube ich. Da bin ich mir. Nee, mit gezündetem TNT funktioniert es nicht, weil gezündetes TNT nur runterfällt, aber nicht mehr als Block zählt. Genau. Ey, der ganze Turm hat mir ein Flint gegeben. Aber echt? Ich den Scheiß eigentlich nicht selber. Du hast die Schaufel. Ja, warte, das wüsste ich gleich genau. Ich habe gleich keine Schaufel mehr, glaube ich. Ja, der gab schon mehr. Ja, guck nicht so blöd. Dorfbewohner, noch niemand gesehen, der sich mit Kies in die Höhe baut und mit einer Schaufel wieder abgräbt. Der gab wieder nur eins. So, jetzt kriegst du hier eine Schaufel von mir. Oh. Und dein Gravel. Und dann darfst super. Du nochmal da hochgraben. Das ist verarscht. Mache ich dir eine neue Schaufel. Ich geh doch nicht mit der Schaufel da hoch. Dann stehe ich auf so einem dummen Turm und hab keine Schaufel mehr. Da gibt's nur noch Latzen als Überlebensmöglichkeit. Falls ich das überleben sollte. So, warte, dann kriegt der eine Dörker. Wo ist er denn jetzt? Block. Block. Jetzt habe ich die Schaufel gegen den. Alter! Hier und hier. Oh. Okay. Wie viel hast du rausgekriegt? Bisher habe ich 9. Du musst ja auch auf deine Federn achten, gell? Ja, Federn habe ich noch gar keine. Ja, aber wir haben ja genug Hühner. Ne, die Hühner habe ich von alle noch getötet. Ja, aber wir werden noch die paar Hühner dann, ein paar Eier noch rumwerfen, dann finden wir ein paar Hühner. Wir haben keine, doch, wir haben hier 7 Eier und ich... Ach, wir haben doch überall Hühner, wir haben Hühner, die Eier legen. Ich gehe mal Hühner sich gegenseitig begatten lassen. Hat der Dorfbewohner... Ey, du Sau, du kannst doch kein Schaf da... Ja, jetzt guck nicht so blöd. Der hat... Kamu, komm mal. Siehst du den Dorfbewohner da oben auf dem Dach? Auf dem Dach? Ja. Siehst du das Schaf, das da unten gerade noch lief? Hinter dir? Das da? Ja. Der hat das Schaf darunter geschubst. Ich hab's genau gesehen. Ey, wir sind Schaffreunde, du Arsch. Komm da runter. Warte. Schaffreunde, steht da? So. Schaf, ich habe dich gerecht. Schaffreunde, Killer, hast du ihn umgebracht? Nein, ich habe ihn hinfalls runtergeschmissen. Das war eine fette Ausbeute. Warte mal, ich muss hier hinten mal ein bisschen den Zaun wegbuddeln. Aber es ist, der war, glaube ich, 4 breit. Was? Na, nee. Es gab das Portal, das Portal. Es gab 3 Dinge. 2 breit und na, dann diagonal nochmal 3 hoch oder 4 hoch. Wartet, ich komm. Also das war das Minimalistischste von denen. Gib mir das Obsidian. Es ist nämlich eigentlich 5 hoch und 4 breit. Ich hab oben mal 4 und dann 5. Du musst das nicht 4 breit machen. Das reicht, wenn du 2 auf dem Boden machst und dann diagonal oben drüber nochmal. Ja klar, reicht das, aber so sieht schön aus. Wenn schon mitten in der Pampa steht, Kamu, dann richtig. Ja, aber das kannst du doch. Wir haben das in meine Wand eingegraben, weißt du? Dann hast du das auch war doch gar nicht mehr. Das war noch cooler. Dann hast du es im Tunnel gehabt und hast in der Tunnel, im Tunnel nur die. Ja, wir haben ja jetzt aber ein fetten Ding. Dann stellen wir daneben nämlich einfach das andere Portal. So, da die Textures noch nicht geupdatet sind, haben wir hier einfach nur eine lila Wand beim Honeyball Texture Pack. Yay!
Geht der jetzt schon da rein, oder? Ich hab noch keinen Bogen. Nein, noch nicht. Ganz chillig. I'm a warrior. Ganz chillig, Kamo. Die Eier flogen weit. Ich hab zwei Federn. Hat noch jemand Federn? Zwei Federn und 16 Flint habe ich. Ich hab noch drei Federn. Ich hab noch eine Feder. Und ich hab noch zwei Pfeile. Nur zur Sicherheit. Danke. Jetzt haben wir Federn. Ey, wer hat mir dieses Ding dahin gebaut? Das geht ja gar nicht. Welches Ding? Ach, hier draußen so Steine, da komm ich durch. Sollen wir schlafen? Können wir machen. Aber ich wollte gerade sehr Sachen bringen, Mensch, das kann nicht mehr weg. Immer rein in die gute Stube. Ich habe leider keinen Tisch. Oder Stühle. Oder Fensterscheibe. Irgendwas. Doch, da hinten habe ich noch eine Fensterscheibe. Moment, aber muss ich sagen, das ist eine Sekunde. Ich habe die abgelegt. Ich habe eine Fackel im Bett. Ja, dann springst du gleich. Es ist blöd, dass wir keinen Smaragd gefunden haben. Kein was? Smaragd? Smaragd. Achso, Smaragd. Na, so selten wie die Dinger sind. Ich kann nicht schlafen bei der Spinne in der nächsten Moment. Ich muss mal eben spielen. Du bist ja süß. Was ist? Da ist der Spinne in meinem Schlafzimmer, jetzt kann ich nicht schlafen. Nein, sie ist neben dran, aua! Ey! Bist du süß, ey. Ich sortiere währenddessen ein bisschen mein Inventar. Nee, ich bin fertig, wir können. Okay. Ah, ne, ist immer noch etwas nebenbei. Perfekt, eine euch, Sekunde. Ja, ja. Solange du Bett liegst. Ich würde sagen, töten. Weil hier alles Mögliche irgendwie spawnt bei mir. Dann geh ich kurz Zeug wegbringen. Ah, nein, das Feuerzeug nehme ich mit, nachdem mir letztens was im Nether explodiert ist. Und ich dann nicht mehr heimkam. Ah, da ist ein Creeper, cool. Fick dich, komm her. So viel zu explodieren. So, wie immer, übertreiben wir es nur dezent. Also ich lieg jetzt. Ja, yeah. Moment, ich mach noch kurz 64 Fackeln. So. So, dann gehen wir noch ins Bettchen, nachdem wir Fäckelchen gemacht haben. Schnarch. Fäckelchen. Fäckelchen, Badger, Minecraftchen. Ufnamchen. Es sind sehr realistische Schlafenszeiten, hab ich so gefunden in Minecraft. So. Gut, das habe ich einen beschissen. Bogen, 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 Bogen. Was ist mit Bogen? Was ist die Zutaten für den Bogen? Die Zutaten, die. Hier sind Strings drin. Achso. Drinks und Sticks. Ich nehme noch ein bisschen Cobblestone mit. Flint gebe ich dir. Das kann ich eigentlich hier lassen. Ja, das kann ich. Holz nehme ich mit. Man weiß ja nie. So eine gefährliche Expedition. Wäre nicht stark. Ja, da unten. Nehmen wir noch ein bisschen. Nehme ich mal. Bisschen Stein mit, dann können wir nämlich Portal ein bisschen schützen. Fackeln haben wir hier, Holz haben wir hier, die Steinaxt braucht kein Mensch. Die Bögen gingen nicht kaputt, wenn ich mich recht erinnere. Doch. Die haben keinen Ab. Crap. Ernsthaft. Ja, es dauert aber ewig. So, jetzt versuchen wir mit 6 Pfeilen so weit zu kommen, wie wir können. Ja. Also mit 6, warte. Hast du noch mehr, Flint. Danke, es sind tatsächlich die Federn. Wie ging das denn jetzt nochmal? Achso, musste. 24 Pfeile sind wir. Ich hatte nur 6 Federn, Alter. Komm, Huhn. So, jetzt haben wir quasi 3 Spitzhacken mit dabei, ein Feuerzeug, Kohle lassen wir die Hälfte noch hier. Für den Fall der Fälle. Wir wissen ja nicht. Achso. Noch eine Eisenpike. Eine Eisenpike für was? Wobei brauchen wir da nicht. Doch, für das neue Erz im Nether. Ich weiß nicht, ob man dafür eine Eisenpike braucht. Ich habe gar keine Pike mehr, merke ich gerade. Ja, ich stibitze mir ein bisschen Eisen und mache eine Eisenpike. Willst du die mitnehmen oder soll ich die mitnehmen?
Mir ist das, ich hab noch eine angekratzte, das geht, dann nimm du die Dann neue. nimm du die mit, weil. Dann grab ich mich nämlich im Zweifel durch das Nether-Zeugs vor. Und dann Ein bin ich. Schwert sollte reichen, oder? Ja, das Schwert brauchst du nicht so häufig. Ja doch, damit kannst du auch abwehren. Such mich Du dort. lachst, das quält mir gar. Ich werde jetzt jedes Mal diese Tür in die Fresse kriegen, ey. Wobei, so geht's. Das war nur, weil es diese Doppeltür war, nicht Naja, bei geht. Doppeltönen ist es assi. Weil du da meistens diagonal drüber rennst und dann die andere gegen den Kopf kriegst. So. Haben wir noch. Haben wir echt keine Hühner mehr? Sind alle Hühner gekillt, oder was? Ja. Gott. Ihr habt zumindest soweit ich gucke. Ja. Tja, dann müssen die paar Pfeile ausreichen. Warte, ich habe hier noch irgendwo ein Huhn gekackert gehört. Da möchte einer dieses Enchantment Book. Ich schmeiß das einfach mal in die Kiste. Ja, schmeißt in die Kiste. Wir können es gerade eh nicht brauchen, wir brauchen davon Amboss. Habt ihr noch genug zu essen dabei? Ich habe Kartoffeln. Will noch jemand Kartoffeln? Holz hast du dabei, Sascha, gell? Und Sticks. Sticks habe ich ein paar dabei, ja, Holz habe ich auch. Aber Holz habe ich nicht mehr so viel. Holz habe ich noch 8 Stück. Davon gehen 4 für eine Crafting Bench drauf. Aber die Crafting Bench könnte ich auch die von hier mitnehmen. Also ich habe 8 Holz. Ich hab noch Holz, wenn du willst. Lass Aber uns mal ich lieber ein gebe immer bisschen noch aufge. 16. Lass lieber bei dir machen. Wenn dann einer stirbt, sind ist nur ein bisschen Holz kaputt. Und die anderen können dann ihr Zeug noch verwenden. Maju. Ja. Du hast ja nicht vor zu sterben, oder? Nein, aber da ist überall Lava. Und Lava und Schwerkraft sind für mich ähnlich anziehende Dinge. Fackeln, Futter. So, ich krabbel gerade noch hier ein bisschen Weizen ab, damit wir ein bisschen Brot haben. Ich hab da noch Potatoes dazwischen gesetzt. Wo? Ja, irgendwo auf dem Feld. Ja, ich gehe jetzt nicht alle Felder ab. Oder? Doch komm, ich gehe noch. Soll ich noch alle Felder? Nee, komm. Nee, nee, die sind eh noch nicht gewachsen, sehe ich grad. Scheiß drauf. Schlechte Erde hier. So, also von mir aus, ich habe einen Bogen mit zwei, drei Pfeilchen. Die Samen schmeiß ich noch in die Kiste und dann packe ich. Ich bin dafür, dass wenn wir wiederkommen, kriegt die Schmiede auch einen Hintereingang. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Frage 1, wer rennt zuerst durch? Läuft. Wobei ich den Bogen habe. Jetzt warten wir noch kurz auf Alex. Wow, wow, Okay. wow. Lila. Aber hier passiert irgendwie nichts. Es wabbelt die ganze Zeit, aber ich löse mich nicht auf. Oh, da wird einem ganz anders, ey. Dann stimmt was an der Properties nicht. Dann müssen wir gleich kurz mal nochmal in die Properties gucken. Dann stimmt nämlich mit. Ja, also nee. Nether ist dann aus. Okay. Das heißt, wir gucken kurz in die Properties und dann Dann geht's weiter. sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Schnelle Fehlerbehebung ist schnell. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir durch diese lila Wand durch. Und sind jetzt im Nether.